Heute gibt es Cossacks auf dem Tisch. Also dranbleiben. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Cossacks Back to War auf dem PC, welches über Steam zu haben ist. Und wir werden jetzt mal unsere KI einstellen. Die lassen wir mal auf normal, was relativ easy ist. Und wir holen uns mal, wen spielen wir denn? Spielen wir doch mal die Schweiz. Die gute Schweiz. Warte. Dann hohe Berge, Plateaus, Wüste finde ich nicht so geil. Niedrige Berge. Ist ja nicht so viel getan. Land, Kontinente, Zufall, Mineralien, Mittel. Das sollte alles passen. Gut. Zack. Und wir starten gleich mal ein Spiel. Und ich habe dieses Spiel vor kurzem mal in der Redaktion gespielt. Und da kamen die Leute echt teilweise scharenweise, haben gefragt, ob das dann ein neuer Teil sei. Habe ich gesagt, nee, das ist Back to War, der alte Teil. Und die meinten alle durch die Bank weg, das sah so gut aus. Und wie ihr es hier vielleicht seht, das Ding sieht einfach geil aus. Immer noch. Und ich denke, da wird so lange auch nichts rankommen von der grafischen Qualität. So, bauen wir schon mal ein paar Häuser. Tja, da baut ihr wohl keins hin. Na gut. So, bauen hier schon mal zum Abbauen ein paar Sachen. Ah, hier haben wir schon so ein paar Mineralien. Das ist ein bisschen anders wie bei Age of Empires. Dazu haben wir ja auch ein Video gemacht, wo Julian gegen Martin gespielt haben, welches ich relativ unterhaltsam fand. Und da fehlt mir dieses Mineralien. Das ist ein bisschen einfacher gestrickt teilweise. So, ihr könnt da schon mal das ganze Zeugs abbauen. Was mir hier ein bisschen besser gefällt, und auch Martin wird mir dazu stimmen, man hat alles auf einen Blick hier unten. Man schreitet halt nicht in Zeiten voran. Hat ein Limit, welches man glaube ich nicht sieht. Maximale Bevölkerung 130. Okay, und wir werden jetzt uns als erstes mal um Nahrung kümmern, weil hier verbraucht man Ressourcen nicht, wenn man jemanden erschafft, sondern dauernd. Und deswegen muss man gucken, dass man immer genügend Leute an den Feldern hat. Jetzt, wo bauen wir das Ding hin? Das bauen wir hier hin. Ihr helft dem mal. Zack. Und wie man sieht, es ist schon echt schnell, das Spiel. Wobei ich sagen muss, man kann die Geschwindigkeit einstellen. Das ist jetzt auf schnell gestellt, tatsächlich. Man kann das theoretisch auch noch langsamer machen. Aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen zu langweilig. Und wir kommen ja ganz gut hin. So. Der baut mir schon mal eine zweite Mühle. Dann bauen wir die doch hier hin. So. Und du baust mir hier mal eine Verteidigung hin. Kann man immer gebrauchen. Zack. Und jetzt brauche ich ein paar Leute, die mir tatsächlich anfangen, Minen zu bauen. So, das sollte mal langen an Häusern vorerst. Wir können uns jetzt auch einen Hafen bauen, theoretisch. So, hier die Minen. Zack. Du baust eine Goldmine, weil von dem werden wir recht viel brauchen, von Gold. Zack, du hilfst. Die gehen da auch automatisch rein. Zack, zack. Das kann ich noch nicht machen. So. Sobald die fertig sind mit dem Bauen, werden die auch automatisch da reingehen. Man kann Minen aufwerten, was mir sehr gut gefällt. Und ich habe das früher, hatte ich eine Demo von diesem Teil. Man hat das immer bei meinen Großeltern, weil die einen PC hatten, der leistungsstark war, habe ich das immer gespielt. So, platzieren die mal alle hier hin.
Muss ich mal ein bisschen gucken. Nahrung sieht es nicht ganz so geil aus. Aber da gucken wir mal, da sind 5 drin, da sind 5 drin. So, ich kann auch mit F, mit N sagen wir, baue hier eine Mine hin, dass wir hier noch ein paar Leute an die Felder bestellen. Wollen uns auch schon mal eine kleine Armee. Okay, Helbardier haben wir. Man kann echt sehr lange upgraden. Muss man ja schon mal so sagen. Und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Sogar ein bisschen mehr wie in Age of Empires, weil es eben fantastisch aussieht. Ich meine, klar, es ist jetzt hochskaliert durch den PC. Aber es sieht doch Hammer aus. So, jetzt holen wir uns da schon mal ein paar Leute. Gucken, dass wir genügend Leute an der Nahrungsversorgung haben. Das müsste jetzt auch voll sein. Wir können auch hier sagen, hier, wo sind die untätigen Bauern? Das kennt man ja alles. So, apropos untätig. Baut immer schön die Häuser weiter. Also das machen sie leider nicht so intelligent. Zack. Ich behaupte, je mehr Häuser man hat, desto mehr kann man hier in diese Produktionswarteschlange packen. So. Zack. Jetzt baut er noch dieses Haus fertig. Und jetzt werden wir mal eine Akademie bauen. So, zack. Die platzieren wir hier hin. Ihr könnt mal helfen. Und du baust mir bitte... Ja, baust hier eine Kohlemine hin. Wie man sieht, so ein Turm braucht echt lange, bis der mal errichtet ist. Zack, du kommst auch noch hin. Wie viele sind da drin? Da sind 5 drin, da sind 5 drin. Das trifft sich doch alles wunderbar. Wir können hier auch noch ein paar aufs Feld schicken. Sollte alles gar kein Problem sein. Währenddessen werden wir einfach jetzt so nach und nach die Sachen aufwerten. So, ihr geht da auch noch mit rein. Okay, die ist jetzt theoretisch voll. Gucken wir mal, haben wir hier in der Umgebung noch irgendwie was? Da haben wir noch Eisen. Eisen ist natürlich super. So, ihr helft dem Kollegen mal. Hier können wir neue Weizkulturen anbauen. Dadurch ist meine Ernte sehr viel effektiver. Gut. Jetzt ist die Frage, Stein. Es mangelt wahrscheinlich an Holz. Aha. Das ist gar kein Problem. Dann sage ich doch einfach mal, baut mir hier doch nochmal ein bisschen Holz ab. Mehr. So, bis ihr das da baut. Du könntest den mal noch unterstützen. Der braucht ja auch Ewigkeiten. So, die positionieren wir schon mal. Werten weiter auf. Je nachdem, was für Gebäude man baut, hat man auch immer mal wieder neue Sachen. Neue Einheiten bekommt man dazu und schaltet die so frei. Was ich nicht schlecht finde. So. Sollte jetzt eigentlich passen. Ihr helft da mal noch. Du könntest theoretisch, wollen wir da noch eine hinbauen? Ja, das sollte eigentlich langen. So, wir werden jetzt aber mal Gold aufstocken. Hier können wir jetzt sagen, gib mir 2, dann kann ich nämlich auch deutlich mehr Leute da reinpacken. Nämlich doppelt so viele und kann da mehr erwirtschaften. So. Bam, bam, bam. Was bauen wir denn noch? Bauen wir noch eine zweite Kaserne? Ne, wir warten, bis wir das hier bauen können. Das heißt, wir lassen lieber Leute noch ein bisschen Holz hacken. So, und bauen hier dann doch noch mal ein paar Leute. Und werden dann vor allem hier auf die Diplomaten, auf das Diplomatenzentrum setzen. Das kostet uns halt nur jede Menge Gold.
So, ihr seid fertig. Das soll doch mal ein bisschen uns schützen vor ersten Eindringlingen. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Wir warten jetzt einfach, bis das hier fertig ist. Packen die da mal hin. Was auch eine Besonderheit, was bei Age of Empires auch nicht geht, ist, dass man Einheiten, die besiegt man nicht nur, man kann sie auch auf die eigene Seite ziehen. Und das geht sowohl mit Einheiten als auch mit Gebäuden, was ich sehr, sehr geil finde. So, das kommt mal hier hin. Dieser Schein hier immer, dieses grelle gelbe Licht, geht mir ein bisschen auf den Sack. Lass uns mal gucken, ob wir das ändern können. So, geht mir nämlich hart auf die Nüsse. Das ist nämlich dann hässlich überblendet und da kann ich gar nichts gegen machen. Das nervt. So, bauen wir doch noch so ein zweites Ding hin. Und wir werden Grenadiere, die fand ich immer geil, die mal bauen. Die können schießen, können aber auch Ding werfen, Granaten. Deswegen auch Grenadier. Sitze ich so tief. Ach, das ist doch alles Mist. Jetzt stellen wir das doch nochmal ein. So. Besser. Wir hätten die Kamera wieder eingestellt. Und wieso tust du nichts? Das soll einer verstehen. So, ihr seid auch fertig. Das ist ja fantastisch. Sollten hier nicht. Sollten nicht. Sollte hier nicht irgendwie noch so ein Turm entstehen. Naja. So, jetzt bauen wir hier mal noch so ein paar 100 Gold pro Einheit. Bauen wir mal nur 10 von denen. Man sieht, die sind so schnell auch gebaut, sind halt teuer. Klassische Söldner. Steuerung 1 lege ich die mir mal und jetzt gehe ich mal ein bisschen scouten. Hätte ich wahrscheinlich viel früher machen müssen. Aber ist nun mal so. Ich würde es mal interessieren, was die hier bringen. Verbesserung abgeschlossen. Das kann ich mir nicht leisten. Schwertkämpfer. Da bauen wir doch mal ein paar Schwertkämpfer. So. Gucken, dass es uns an nichts mangelt. Weil das wäre sehr schadhaft. Aha. Ja, wie? So, wozu kann ich euch denn noch verwenden? Ich könnte theoretisch eine Mauer bauen. Aber bauen wir doch hier mal sowas hin. Zack. Ich nehme gern Pferde zum Scouten, weil die halt furchtbar schnell sind. Das lohnt. So, dann verbessern wir auch mal noch die Schwertkämpfer. Und ihr Kollegen könntet euch eigentlich umgucken, ob ihr da nicht irgendwie noch Gold findet. So, 4 packen wir dann mal rein. Und ihr macht auch da mal. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, ich müsste eigentlich viel mehr gucken, wo der noch zugange ist. Aber sonst könnte ich tatsächlich sehr schnell ein Problem bekommen. So. Beziehungsweise ihr könntet noch Häuser bauen. Wie wäre das für den Anfang? Sonst kommen wir da in Teufelsküche. Was macht ihr denn, Pfeifen? Ja, wo ist denn der Gegner? Ist der hier auf der Seite vielleicht? Hm, man weiß es nicht. So, wir gucken immer, dass die neue Felder haben. Was können wir denn hier? Wohngebäude, Feldverbesserung, Ausfallung, Saat. Völkerlich gebaut, Holzwerkzeuge. Effizient um 100.
Gehalt der Bergleute können wir auch mal steigern. Wir tun uns ja viel Gutes. Aha, das ging ja schnell. Ich sollte aber auch sagen, dass die Grenadiere extrem schnell am Arsch gehen. Ja, wo ist denn der? Kann leider auch hier nicht rauszoomen, wobei ich dachte früher, das ginge. Aber geht wohl doch nicht. Der greift mich vor allem auch nicht an, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aha, da kommt er doch. Wenn der von da kommt, dann wird er doch irgendwo hier auf der Kante sein. Stellen wir doch da schon mal eine Armee auf. Okay, der geht zurück. Aha. Gut, dann ist der da oben rechts in der Ecke, wo ich vermutet hatte, dass er ist. Ja, den schicken wir erstmal wieder zurück. Der muss doch hier oben in der Ecke dann sein. War. Die sind recht effektiv, von denen baue ich ein paar mehr. Okay, ah, da haben wir ihn doch. So, das snipen wir jetzt mal da schön weg. Also Micro geht hier ganz gut. Ah, shit. Das explodiert die Scheiße. So, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen auf diese Pferde setzen. Wie ihr seht, die sind ja immer so scheiße effektiv. So, die gehen natürlich ein bisschen ins Einkommen. So, das ist mal Armee 2. Die werden jetzt mal hier losziehen. Die ganzen Grenadiere, 170 an der Zahl, sind es. Die werde ich da auch mal hinschicken. Ihr seht, man kann da so schnell produzieren. Das hier ist so ein bisschen meine Heimabwehr, die zwei Gruppen. Sobald die durch sind, ja, sobald werden die nicht durch sein. Oh shit, ihr habt da ja schon wieder alles abgegrast. Uiuiui. Was ist da los? So, Gruppe 2 und Gruppe 3. Die halten da so ein bisschen die Stellung. So, von denen werden wir auch ein paar haben. Das ist Gruppe 4. Die gehen da jetzt auch mal los. Hier werden wir jetzt auch noch ein paar bauen. Ja, von denen noch ein paar bauen, das ist auch super. Die kosten mich halt nur ein bisschen Holz, Eisen, Nahrung. Da können wir richtig pumpen. Super! Das ist richtig gut.
2 ist eigentlich viel wichtiger. Die werden wir jetzt einfach mal die ein bisschen wegspitzen. Wie ihr seht, auf normal, wenn man schon mal so ein Spiel gespielt hat, ist das in der Regel kein Problem. Die werden da jetzt mal so nach und nach Sachen kaputt machen. Die sind halt nur kacke, wenn es um den Nahangriff geht. Dafür habe ich ja aber die. Die machen das schon ganz gut. So, jetzt haben wir noch den Vierer. Die Grenadiere machen jetzt die Häuser kaputt im besten Fall. So, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich deren Kaserne. Die gehört schon uns, die haben wir jetzt übernommen. Hier könnten wir jetzt sagen, repariert mir schnell die Mühle. Und alles, was wir nicht einnehmen, macht ihr kaputt. Da könnte ich jetzt nämlich hier auch Leute produzieren, aufs Feld schicken. Alles kein Problem. Ja, der hat nichts mehr eigentlich, hoffe ich. Ah doch, der hat ja noch hier die Leute. Dann machen wir den noch kaputt. Zack. So, die Dreier. Die Kirche kaputt. Auch die Ruinen sehen doch fantastisch aus. Also das gefällt mir echt gut. Gefällt mir richtig gut. So. Die stechen sich auch alle ab. Moment, ich habe doch da eine Armee reingeschickt, oder nicht? Naja. Ich habe ja auch keine Ahnung. So. Jetzt macht er das auch noch kaputt. Das machen wir kaputt. So, schmeißt Granaten. Eigentlich haben wir doch jetzt gewonnen, oder nicht? Nicht gewonnen. Der hat auch nichts mehr. Ich rieche Betrug. In der Regel steht auch dann der Sieg und fertig. Apropos hier. Die haben auch wieder nichts zu arbeiten. Die natürlich gar nicht. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich würde behaupten, der sollte eigentlich kaputt sein. Ist es aber nicht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass ich gewonnen habe, oder? Aha, aha. Aha, darum geht's uns. Darum geht's uns. Die verteilen sich. Das ist natürlich sehr geschickt. So, Sieg, Leute. Das war's von Kellogg's. Back in die Müsli-Schale. Nein, Cossacks. Back to War heißt dieses Spiel. Und wie lange haben wir es gespielt? Etwas über 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wer Fan von Age of Empires ist. Und Konsorten. Es sieht heutzutage immer noch fantastisch aus, wie ich finde. Und gibt es günstig, vielleicht für 10 Euro bei Steam. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und sage in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren, ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich,
Und bis auf dann, viel Spaß beim Zocken.